Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sicher einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. Das sieht aus, als würde der Horizont nie ein Ende nehmen. Toll, dieses Gefühl von Freiheit. Es dauert eine Weile, bis wir in Altissia sind. Wir können die Überfahrt in vollen Zügen genießen. Jetzt dauert's nicht mehr lang. Dann sind wir an fremden Ufern. Altissia, die Stadt der Kanäle und Brücken. Endlich da, wo wir von Anfang an hin wollten. Was für eine Odyssee. Am Ziel sind wir aber noch nicht. Bei Leviathan, meinst du? Bin mal gespannt, wie die Wassergöttin so drauf ist. Sehr aufbrausend, wenn man den Legenden Glauben schenkt. Hin müssen wir so oder so. Schließlich können wir Luna nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen. Freust dich sicher schon, sie wiederzusehen, oder? Luna? Ja. Klar. Muss doch wissen, ob's ihr gut geht. Ja, das hat oberste Priorität. Wenn nur die imperiale Besatzung nicht wäre. Ach so, machst du dir deshalb Sorgen um Luna? Zu Recht. Niflheim will schließlich den Ring. Und wie ich unsere Feinde kenne, ist ihnen nicht einmal das Amt der Kanadi heilig. Ohne den Ring ist der Kristall nämlich völlig nutzlos für sie. Ah, verstehe. Sag mal, wieso hat Luna den Ring überhaupt? Wenn ihr mich fragt. König Regis muss ihn ihr vor seinem Tod in Insomnia anvertraut haben. Damit sie ihn sicher nach Altissia bringt. Zu Nacht. Von dieser Bürde will ich sie befreien. Bis dahin kann Leviathan warten. Wo wir gerade beim Thema sind, der imperiale Oberkommandant. Ja? Erinnert ihr euch an seine Armprothese? Ja, vergesse ich nicht so schnell. Er soll sich in Insomnia verletzt haben. Aber bei dem Unfall verlor er nicht nur seinen Arm. Er gewann auch neue Kräfte. Echt? Müssen ja ziemlich gewaltig sein, wenn man ihn danach direkt zum Oberkommandanten befördert hat. Auf mich wirkten sie fast schon übermenschlich, ehrlich gesagt. Hab's auf seine Abstammung geschoben, aber... Damit hat sicher auch was zu tun. Aber du hast schon recht, unheimlich war's. Würde gern wissen, was ihm wohl passiert ist. Und noch ein Gerücht erzählt man sich. Davos soll jetzt das Schwert seiner Majestät bei sich tragen. Bitte was? Was bedeutet das für uns? Kann er da irgendwie Kraft rausbeziehen? Falls ja, dann scheint er davon jedenfalls keinen Gebrauch zu machen. Er scheint es nicht einmal im Kampf als Waffe einzusetzen. Vor dem Kanzler kneift er auch weiterhin den Schwanz ein, wie ein feiger Hund. Und trotzdem hütet er die Waffe des Feindes wie einen Schatz. Was hat der Typ wohl vor? Wer weiß. Ob die Niffen uns in Altissia wieder dazwischenfunken werden? Davon gehe ich aus. Titanen haben sie schließlich auch nur angegriffen, um zu verhindern, dass Nocht sich die Kräfte der göttlichen Sechs aneignet. Bei Titanen sind wir ihnen zuvorgekommen. Dank Aden. Frag mich, wo der wohl gerade steckt. Der Kanzler und seine Ziele lassen mich ratlos zurück. Bei unserem Treffen auf Ravus hat er uns auch die Haut gerettet. Hätte ich gerne drauf verzichtet. Auf den ersten Blick wirkt er sehr hilfsbereit. Aber ich traue dem Kerl einfach nicht über den Weg. Ob der wieder mal aufkreuzt? Das will ich doch nicht hoffen. Ignis hasst ihn. Ist ihm wohl zu seriös? Das ist es nicht. Wie Gladio traue ich seinen Absichten nicht. Er hilft uns nicht aus reiner Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn wir in der Klemme steckten, schien es ihm auffällig zu freuen, dass er uns helfen konnte. Wo du sagst? Seid ihr euch sicher? Nein. Aber genau deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wann sind wir denn endlich da?
Wie, ist dir langweilig? Etwa nicht. Soweit das Auge reicht, nichts als Wasser. Wie war das gerade noch mit dem unendlichen Horizont und dem Gefühl von Freiheit? Ich hoffe, du hast den Ring bald wieder. Ja. Luna bringt ihn nach Altissia. Das ist gut. Ist schließlich der Stolz eurer Familie. Hm? Wer sagt das? Die Bürde eines Königs liegt schwer, seid ihr dessen bewusst. Doch sie schultern zu dürfen, ist eine Ehre. Schade, dass ich Regis als König nur von Fotos kenne. Wie jetzt? Du warst bei der Krönung nicht dabei? Nein, war zu der Zeit nicht im Sommer. Aber eingeladen schon, oder? Ich bin mit deinem Vater nicht im Guten auseinandergegangen. Ach so? Aber den Kontakt habt ihr gehalten. Irgendwann haben wir uns ausgesöhnt, aber gesehen habe ich ihn nie wieder. Ich hätte nicht so stur sein sollen. Tja, mit dem Alter kommt die Einsicht. Der Regalia ist zwar an Bord, aber ihr braucht ihn in Altissia sicher erstmal nicht, oder? Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Gut, werd den Wagen in Schuss halten. Naja, wird sicher nicht schwierig sein. Schließlich hat Sidney sich gut drum gekümmert. Du hältst große Stücke auf sie, was? Ja, sie hat sich vom Schicksal nicht unterkriegen lassen. Hä? Vom Schicksal? Der Tod ihrer Eltern? War ganz schön hart für sie. Sie war alt genug, um alles genau mitzukriegen. Sie wirkt ziemlich unbeschwert, nicht? Ja, ich mag ihre fröhliche Art. Das hat sie sich hart erarbeitet. Du warst sicher schon oft in Altissia, was? Nur ein einziges Mal. War allerdings ein längerer Aufenthalt. Wie ist die Stadt? Ziemlich groß. Groß, aha. Und ganz anders als Insomnia. Anders also, hm? Du wirst schon sehen. Fremde Kulturen lassen sich oft schwer beschreiben. Der Tapetenwechsel wird euch gut tun. Ich störe euer angeregtes Gespräch ja nur ungern, aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, ist nicht mehr weit. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Als erstes müssen wir ein Zimmer finden. Immer nur Arbeit im Kopf. Ignis, du Langweiler. Einer muss ja für euch mitdenken. Ihr könnt gerne draußen schlafen. Ein Hotel ist es nicht, aber ich kenne da einen Laden. Oh. Gehört Wescan, einem alten Freund von Regis und mir. Der andere Typ auf dem Foto in der Werkstatt? Genau. Betreibt da eine Art Bar oder so. Könnt ihr mal vorbeischauen. Gut. Hat der Laden einen Namen? Klar, wie hieß der noch? Margo war's, glaube ich. Bestens. Auf Wes ist Verlass und sicher hat er auch noch ein paar Geschichten von deinem Vater auf Lager. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Lunafreya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Hey, ihr da! Den Passierschein! Passierschein? Keine Angst, ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal. Weiterfahren! Den hast du beantragt? Nee, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend.
Es gibt auch noch Einreisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? Stehen bleiben! Weshalb reisen Sie ein? Also... Ignis, Hilfe! Wenn's sein muss. Wir möchten in Accordo trophologische Studien betreiben. Ihre Küche wird schließlich in ganz Eos gerühmt. Oh, na, wenn das so ist, dann wünsche ich gutes Gelingen. Du bist mir was schuldig. Sehen wir uns den Laden mal an? Klar, man sieht sich bei Margot. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Tatsächlich. Große Stadt. Und ganz schön voll. Wir sind. Lass uns gleich ins Kolosseum gehen. Nimmst du dir kein Hotel? Diese piekfeinen Läden sind nichts für mich. Und Verpflegung? Für wie senil hältst du mich? Kochen krieg ich gerade noch hin. Außerdem bringt Wesker mir sicher ein Tröpfchen vorbei. Noct, sieh mal! Was denn? Mann, wie das duftet. Hast du gehört? Die Ausstellung von Luna Freyas Kleid ist verlängert worden. Wie? Das Hochzeitskleid von Vivian Westwood? Aber zum Trauern besteht doch kein Grund mehr. Zum Feiern aber schon. Schließlich lebt die Kanagie noch. Ich schau's mir auf jeden Fall an. Meint ihr, es geht um das Kleid aus dem Zeitungsartikel? Vermutlich. Der Name der Designerin war derselbe. Gehen wir hin? Willst du das dem armen Noct wirklich antun? Die Hochzeit wurde schließlich abgeblasen. Naja, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, oder? Wer weiß. Vielleicht kommen wir unterwegs ja dran vorbei. Was brauche ich denn? Schönen guten Tag. Sehen Sie sich ruhig um. Worauf hast du Hunger? Vielen Dank für Ihren Besuch. Kurz mal in den Laden. Noct, sehen wir uns das mal an. Na, schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Noct, ich will eine Gondelfahrt machen. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Köstlicher Duft. Thank you.
Wir sind wahrlich nicht die einzigen Interessenten. Wollen wir ein Foto machen? Gibt in der Nähe wohl einen schönen Ort. Dann nichts wie hin. Ja, gehen wir. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Wo gehen wir jetzt hin? Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Veskem Arma, zu euren Diensten. Der kleine Prinz ist groß geworden. Du erinnerst dich nicht? Ja, war es ja damals noch ein Baby. Altes Jahr ist wirklich wunderschön. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Wenn Ravus in der Stadt war, dauert sicher nicht lange, bis auch dieser Kanzler hier auftaucht. Der Kerl ist mir echt nicht geheuer. Achtung, Aufnahme! Großartig! Ich muss noch einkaufen. Die Niffen haben mir also das Sagen, was? Aber Urlaubsstimmung kommt trotzdem auf. Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier, gab ein großes Hallo. Ravus? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Gibt's was Neues zu Leviathan? Die See ist ruhig. Trotzdem plant die Regierung angeblich eine Öffnung des Altars.
Für den Ritus, oder was? Auf der anderen Seite werden für die Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel und Hilfsgüter gebunkert. Man scheint davon auszugehen, dass die Göttin Zerstörung hinterlässt. Die Frage ist, warum soll der Ritus dann zugelassen werden? Gut, wenn etwas ansteht, seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke, gut zu wissen. Werte Camellia, lang ist das her. Ich habe von Ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an, was Sie nicht alles hören. Wo übernachten wir heute? Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern. Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Lass uns eine Gondelfahrt machen. Wir brauchen noch ein Zimmer für heute. Hä? Das hier ist wirklich wunderschön. Diese Grachten. Guten Tag! Sehen Sie sich ruhig um! Bis zum nächsten Mal! Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Thank you.
Jetzt lass uns schon endlich das Kleid ansehen. Muss erst mal checken, wo die Gondel hält. Ist doch nicht weit. Das können wir auch laufen. Scheint nah zu sein. Guten Tag. Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? In Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Später. Hallo, möchten Sie übernachten?
Schöner Morgen. Ah,